Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 11. Oktober 2017? Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Krebs. Mond fühlt sich auch wohl in Tierkreiszeichen Krebs, weil Mond herrscht auch über dieses Tierkreiszeichen. Also wirkt sehr intensiv. Mond befindet sich in einer abnehmenden Mondphase. Diese Zeit eignet sich ganz gut dafür, von etwas verabschieden, loslassen, trennen, kündigen. Oft handelt sich das um unsere Gefühle wie Schuldgefühl, Zweifel oder Angst. Es ist auch eine Art Bereinigung, von etwas zu verabschieden, was uns bedrückt, belastet. Mond hat eine Verbindung zum Tejat und Verbindung zu Dirach. Tejat und Dirach, diese Sternen, befinden sich im Tierkreiszeichen Zwillinge, aber wirkt in diesem Bereich Krebs, wo sich die Mond gerade befindet. Und das bedeutet, Schritte zu machen oder vorbereiten unsere Schritte. Also das ist das wichtige Thema, die Handlungen, aber das sind kluge Handlungen, also keine schnelle, unüberlegte Entscheidungen. Unser Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Widder. Es nähert sich zu einem Stern Baten Kaitos. Noch nicht so weit, aber Planet Erde nähert sich in diesem zu diesem Verbindung. Diese Baten Kaitos ist ein Stern im Sternbild Walfisch. Und das bedeutet etwas erzwungene Einflüsse von außen, was wir gar nicht wollen. Und wir sollten das folgen oder jemand versucht uns etwas vorschreiben. Und da ist wichtig zum Erkennen, das geschieht nicht nach unserem Wünschen, diese erzwungene oder diese Vorschriften. Und wenn das kommt, diese Einflüsse in die nächste Zeit auf uns zu und wir möchten die Sicherheit, Stabilität verspüren, das, was uns die Erde vermittelt, eine feste Boden unter unseren Füßen, dann sollen wir auch wehren, mal Nein zu sagen oder das mal unsere Meinung sagen, das ist wichtig. Es ist nicht die heutige Tagesenergie, aber es nähert sich dieser Einfluss. Wie trifft das Ganze die einzelnen Tierkreiszeichen? Noch was Wichtiges, Jupiter befindet sich jetzt in Tierkreiszeichen Skorpion. Etwa ein Jahr lang wird Jupiter im Skorpionen sein und es gibt mehr Chancen, mehr Möglichkeiten im Leben. Man sagt auch, das ist das große Glück, vermehrt sich etwas, das dehnt sich etwas aus und bedeutet aber auch gerade bei Skorpion auch die Leidenschaft, was in die nächste Zeit zunimmt. In erster Linie wirkt bei den Skorpiongeborenen, weil da wirkt direkt, aber das empfinden auch so auch indirekt die Fischengeborenen und auch die Krebsgeborenen. In diese Richtung sollen aber auch die Stiergeborenen schauen, das heißt in die nächste Zeit auch ihren Chancenmöglichkeiten auch bewusst wahrnehmen. Und jetzt die einzelnen Tierkreiszeichen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen haben jetzt mehr Chancen, mehr Möglichkeiten. Sie haben noch Mut und Kraft und da bewegt sich etwas.
die berufliche Situation kommen Veränderungen und eine Reise hat auch eine Bedeutung. Diese Reise kann auch die innere Reise sein. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist etwas ruhig momentan, aber kommt eine baldige Bewegung rein und das wird auch ein Aufstieg bedeuten, Anerkennung, Ansehen bei vielen Löwengeborenen, sogar beruflichen Veränderungen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen haben Thema in die Liebe, Partnerschaft. Das sollten die Jungfraugeborenen in Ordnung zu Ordnung bringen, aber das ist gerade eine Spannung, eine Herausforderung. Wichtig ist nicht nur die Liebe, Partnerschaft, sondern auch die Freundschaften. Und da räumen die Jungfraugeborenen gerade auch auf und treffen Entscheidungen. Hat diese Freundschaft einen Bestand oder besser ist da verabschieden? Die Tierkreiszeichen Wagengeboren ist gerade unbeweglich. Oder sie haben das Gefühl, es bewegt sich nicht so voran, wie sie das wünschen. Es kann auch eine unangenehme Nachricht kommen, auch eine Trennung oder eine Kündigung. Oder es ist wichtig, dass die Wagengeborenen das aussprechen und da auch den Mut dazu haben, das zum Sagen. Wichtig ist auch die Selbstdarstellung, das Selbstbild. Ihren Ausstrahlung, da ändert sich auch etwas in ihren Auftreten, das auch kann die äußeren Erscheinung sein, eine neue Frisur oder neue Kleider. Aber momentan ist eine gewisse Spannung da. In den kommenden Tagen verbessert sich das alles. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen, habe ich gesagt, bewegt sich jetzt gerade Jupiter oder hat das begonnen, das bleibt noch ziemlich lang in Tierkreiszeichen Skorpion und heute ist auch ein schöner Einfluss von Mond und es ist ein angenehmes Gefühl, mehr Chancen, mehr Möglichkeiten, kommt auch etwas im Fluss, auch Erfolg, ist auch ein Aufstieg. Hier ist auch wichtig die Selbstdarstellung, die Ausstrahlung und das haben die Skorpionen gerade. Und auch die Werte des eigenen Selbstwertgefühls, aber auch die Finanzen, es sind auch Gewinnchancen gerade da. Vielleicht nicht heute, weil da ist ein Einfluss von Venus, was auch das Glück oder Gewinn bedeuten könnte oder beeinflusst, hat gerade eine Spannung zu Pluto, also heute vielleicht noch nicht spielen, aber in die kommenden Tage, es werde ich aber genau sagen, auch vielleicht auch Lotto spielen, kann auch ein Gewinn kommen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen verspüren auch eine gewisse Herausforderung in die Liebe, Partnerschaft. Das sind unangenehme Dinge, vielleicht führt sogar bei einer oder anderen Schützengeborenen zu Trennung, das sind Enttäuschungen, aber auch anderen Einflüsse kommen, auch Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Und das ist schön, das ist angenehm. Immerhin haben die Schützengeborenen dann Glück. Vielleicht ist es notwendig, die Beziehung in Ordnung zu bringen oder trennen oder das Aussprechen, auch wenn diese Sprache unangenehm ist momentan, aber ist auch wichtig. Und wie ich schon sagte, unerwartete Ereignisse unterstützen die Schützengeborenen. Hier ist auch ein wichtiges Thema, die Selbstdarstellung, zu eigener Meinung zu stehen und ein selbstbewusstes Auftreten ist wichtig und die Wertschätzung des eigenen Selbstwertgefühls und auch die Finanzen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen können auch eine unangenehme Nachricht rechnen. Das kann auch Trennung sein, Kündigung. Kann auch bedeuten, dass die Steinbockgeborenen das aussprechen sollen. Und dazu benötigen sie auch Kraft und Mut, das mal zum Sagen. Das ist auch ein Thema, das ist auch nicht allzu angenehm. Sie sollen die innere Ruhe bewahren, das innere Gleichgewicht ist sehr wichtig. Und ihren vertraute Umgebung wahrnehmen, in Bewegung, ein Ausflug, jemand besuchen oder jemand einladen. Also diese Kontakte sind auch sehr wichtig und hilfreich im vertrauten Umgebung.
Die Tierkreiszeichen Wassermann geboren ist etwas ruhig, sollen sie auch momentan zurückhaltend sein und die eigene vier Wände, die zu Hause genießen, da kommen vielleicht da Veränderungen, ein Umbau oder eine neue Einrichtung oder ein Umzug. Das ist aber, was Kraft gibt, die Wassermann geborenen. Und die Gefühle sind ein bisschen durcheinander. Es wird aber etwas klar und deutlich erscheinen in die kommenden Tage oder kommen die Erkenntnisse. Die Tierkreiszeichen Fischengeborene haben gerade auch mehr Chancen, mehr Möglichkeiten, kommt auch alles im Fluss und den Tag können sie genießen. Das fühlt sich sehr gut an. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen haben das Gefühl, es geht nichts voran, etwas bremst. Aber das ist die Zeitqualität. Und in den kommenden Tagen kommt auch die Begeisterung, kommt die Aktivität, kommt auch etwas in Bewegung, ein bisschen Geduld noch. In der Liebe, Partnerschaft fühlen Sie die Wiedergeborenen noch unsicher. Also es gibt gewisse Unsicherheiten da oder inneren Unruhe oder es bewegt sich nicht so, wie Sie das wünschen. Geduld, es wird besser. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen kommt etwas im Fluss, kommt die Liebe Partnerschaft als Thema und da haben die Stiergeborenen auch Chancen, Möglichkeiten, entweder verbessern etwas im bestehende Partnerschaft, auf anderen zuzugehen ist wichtig oder eine neue Begegnung, diese Chancen mal auch wahrnehmen. Jeder erlebt ein bisschen anderes, aber Thema Nummer eins ist Liebe, Partnerschaft und es ist heute ein gutes Gefühl und die Chancen sind auch da. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen sollen ihren vertrauten Umgebung wahrnehmen, weil da sind die Kontakte, da sind die Möglichkeiten, da bekommt man Hilfe und es ist wichtig, da etwas in Bewegung setzen oder Kontakte suchen oder jemand einen Rat geben oder nach Rat fragen. Das ist die Nachbarschaft, Bekanntenkreis, auch die Verwandtschaft, eine Einladung oder jemand besuchen. Das sind die wichtigen Themen gerade. Und in den kommenden Tagen kommen Neuigkeiten, kommt wieder die Begeisterung, ein bisschen Geduld noch. Diese tägliche kosmische Energie beeinflusst unserem Leben. Es ist aber allgemein beschrieben. Sie können gerne aber maßgeschnitten anfertigen lassen, ein Horoskopanalyse oder einen bestimmten Tag oder einen bestimmten Zeitraum, Monatshoroskop oder Jahreshoroskop. Aber wenn Sie eine Frage haben, was die Alltag betrifft, und ich kann das schnell und kurz beantworten, dann können Sie gerne als Blitzberatung buchen und es funktioniert schriftlich. Sie schreiben mir ein E-Mail, bitte dazu die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort und Sie können gerne Ihre Fragen stellen und ich beantworte persönlich diese E-Mails blitzschnell. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com und pro Frage kostet 10 Euro. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und die Zeitqualität ist auch sehr wichtig, im richtigen Moment, im richtigen Ort zu sein. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.